So, das Ding ist offen. Jetzt gucken wir, was der macht. Gibt es da die Katze hinzu? Wo kann man das hören? Hier im Nebenraum? Ist hier irgendwas für den Lumos-Zauber? Oder müssen wir dafür zurück? Ist das oben? Das klingt zumindest wie... Dahin zurück geht's gar nicht. Okay, hier ist nichts, was man anklettern könnte. Keine Ahnung wo. Ist das hier drin? Hoppla, das ist hier drin. Was ist der Wasserspeier hier? Ans Licht gebracht hat. Ah, hier ist noch ein Sterni. Yippie. Oh. In welchem Lager sind wir denn hier gelandet? Bringt mir das was, wenn ich die da hinten reinscheuche? Sind die dann eingesperrt? Das wäre cool. Die Frage ist nur, ob es funktioniert. Nö. Dann können wir das auch lassen. Gut, hier ist noch ein... War das jetzt ein geheimer Bereich? Wir haben drei von... Entschleime! Oh, oh, oh Gott. Flipendo! Ja, klar, das ist hinter mir. Nein! Ach, Mist. Wo war das letzte Speicherbuch? Lang ist's her. Ach Mist. Ja, da stellt er das auch zurück. Das ist natürlich jetzt doof. So, also, alles nochmal. Wie liegen wir eigentlich zeitlich? Ich habe gerade nicht so den Überblick. Ach. Aber die Karten, ich rufe es auf, weil ich nicht weiß, ob es irgendwie wichtig ist, ob man das liest oder nicht liest. Aber ich werde sie nicht nochmal vorlesen. Jetzt müssten ja hier einige Karten auftauchen, nicht wahr? Genau, da hätten wir die. Hier, die kennen wir. Fearful, er war so ängstlich. Genau. Willst wirklich zu mir? Sehe ich das richtig? So. Was haben wir hier hinten gehabt? Ah ja, das machen wir nachher. Gut. Ich glaube, da haben wir uns jetzt gerade sehr... Darf da nicht reinfallen. Das ist jetzt, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert. So, du darfst da nicht reinfallen. Shit, ich hätte die wieder hinten reinmachen sollen, die eine. Gut. Hätten wir das. Du sollst... Komm. Klingt so andächtig. Entschleime. Oh, Harry. Du bist doof. So, sammeln wir nochmal die Sachen für den Trank. Also hier der Flubberwurmschleim. Man sieht sogar, dass er hier drin ist. Nein! Ach, Harry. Du machst mich gerade wahnsinnig. Nimm das mit. Die Bohnen bitte auch. Oh, Mann.
damit wir das ganze Platforming jetzt nochmal üben können. Lalalalala. Ach Gott. Das ist schon doof. So, da wären wir wieder. Böhnchen. Genau, sind doch fast wieder an Ort und Stelle. So. Es lohnt sich zumindest hier anzuzaubern. Ich gehe jetzt noch nicht um die Kurve, nicht, dass der wieder anfängt, mir was zu erzählen von den Wichteln. Ich mache erstmal nur auf. Zauber den hier an. Sammel die Dinger ein. Das ist genau. Ein Wichtel aus Cornwall. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Das interessiert jetzt keinen. Mit Recto Sempra kannst du sie betäuben. Keine Socke. Du hast mir hier zwei Bohnen unterschlagen wollen. Die mutige Baron, den sollten wir auch nicht berühren. Komm her, kleines Wichtel. Komm her. Oh, tschüss. So. Da rein, ne? Hallo, Hora. Genau. Wir gehen erstmal den Weg. Ach, wir müssen hier auch noch schnell sein, damit das funktioniert. Also nochmal zurück zum Wasserspeier. Oh Gott, wie sieht die Zeit aus? Naja, könnte schlimmer sein. So. Nochmal zurück. Zumal es da unten ja was gibt. Yay, da sind wir. Zumal es hier Sterne gibt. Genau, das meinte ich. So. Hi. Gut, wir kümmern uns jetzt nicht weiter um die. Das kostet nur Zeit. Schön, dass ihr noch auf dem Rücken rumkreucht. WZBW, nicht wahr? Super. Hier geht irgendwas auf dann. Toll. So, jetzt alle Gedanken zusammennehmen. Oh. Leute. Das ist doch fies. Und noch einmal, weil es so schön war. Da oben ist abgesperrt. Ja, gut, wir müssen hier lang. Oh. Das ist einfach nur fies. Kann man sagen, was man will? Das ist gemein. So, das Viech. Jetzt wieder aufs Hintere, weil das einfacher ist. Komm, Katzin. Weg mit dir. Und das andere brauchen wir aber erst nochmal. Wo? Brauchen wir erst nochmal da hinten für die Karte. Ich meine, es ist eine Silberkarte, die ist wichtig. Ach, Mann. Platforming ist doof. So, gib die Karte her. Gut. Ja, du dummes Vieh. Die gehen wirklich auf Mensch. So. Dann da rein, wenn's geht. Ach Gott. Irgend so ein Zauber. Welchen hatten wir denn das letzte Mal? Haben wir auch irgendeinen für so eine Schnecke genommen? So, den Flubberwurmschleim erneut. Das ist wirklich... Jetzt komm gefälligst runtergefallen, ich sag's dir. So, hoch da, mal wieder. Wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Er springt aber auch doof, der liebe gute Harry. Das muss man schon sagen. Moment, die Silberkarte haben wir jetzt mit dem Ängstlichen. Naja. Jetzt
als wäre ich hier schon wuschig wegen sowas. Gut. Und auch zwei von... Genau, zwei von sieben. So, nun lass uns mal diese Kiste wieder mehrfach öffnen. Dann machen wir das Wichtelblatt. Dann zaubern wir den Wasserspeier an. Und dann wären wir ja fast schon wieder an Ort und Stelle. Das ist ein Wichtel aus Cornwall. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Mit Recto Sempra kannst du sie betäuben. Juhu. So, komm her, du kleines Ding. Recto Sempra. Gut, dann dich. Was? Dann Türchen auf. Rein da. Einmal rundherum laufen. So, Stern einsammeln. Runter, Feuerkrabben anzaubern. Die Box öffnen so oft wie es geht. Wir brauchen den. Wir haben ja sogar ein bisschen Schaden. Guck mal her, Schokofrosch, ich brauch dich sogar. So, und die schmeißen wir auch wieder auf den Rücken. Hier ist noch so ein Stern. So, da wären wir wieder. Harry springt eindeutig zu weit. Gut, das Ding können wir von hier anzaubern. Wir müssen gar nicht... Hey, Junge. Genau. So. Da ist nämlich noch eine Karte. Juhu, Leute, wir haben eine weitere. Und es ist... Und jetzt dürfen wir nicht wieder runterfallen. Gregor der Kriecher, Mittelalter, Daten unbekannt, Erfinder des berühmten Gregor-Zaubertranks. Wer ihn trinkt, glaubt, derjenige, der ihm den Trank gegeben hat, sei sein allerbester Freund. Angeblich soll er sich König Richards Vertrauen erschlichen und so zu großem Ruhm gelangt sein. Ja, der sieht auch aus wie so ein Schleicher. Da ist nichts weiter gut. Und wir haben jetzt vier von sieben Geheimgänge. Wow, Harrylein. Wichtel. Lipendo. Wo kommst du lang? Hallo, Homora. Hab dich. So, wo sind wir nun? Nee, das ist ein Geist. Gut. Ich dachte schon, da purzelt jetzt irgendwas runter. Wir sind hier irgendwie im Lager. Hier ist ein Koffer. Und dieses Ding hier? Hier müssen wir irgendwas drauf machen. Wahrscheinlich, dass das dann da hinten oben bleibt. Das geht nicht auf. Genau, da oben müssen wir was reinwerfen. Wir müssen da hoch. Und da muss irgendeine Kiste oder irgendwas rein, um das zu beschweren. So, weiter geht's. Ich zweifle trotzdem noch arg, dass wir alle Geheimnisse auf Anhieb finden. Ein Grund mehr, die Herausforderung nochmal zu wiederholen. Oh oh. Hallo Gnom. Der ist... Wo ist denn das jetzt aufgegangen? Genau, die Kiste müssen wir wegwerfen. Aber... Ah. Flipendo. Felpen? Flipendo. Wo sind Welpen? Du gehst ins Loch. Und du... gehst auch ins Loch. Gut. Nee, das ist ein goldener Stern. Ich dachte schon. Und eine Bronzekarte. Damit hätten wir Roland K.
Keck, geboren 1903, Präsident des englischen Quidditch-Teams Gobstones. 16, 4 fehlen uns noch, dann kriegen wir schon wieder ein bisschen Leben mehr. Silberkarten haben wir 7. Da fehlen uns also noch 3. So, schmeißen wir das Ding mal runter. Sollte jetzt diese komische Wippe an Ort und Stelle halten. Richtig. Da ist wieder ein Goldstern. Oh. Ist hier was drin? Nein. Das ist eine Glaskugel. Aber hier geht's auf. Ich überlege auch gerade, aber ich denke, das ist nur so eine Textur, ob wir auf irgendeiner Falltür stehen. Aber es ist ja überall so ein Karo-Muster. Also von daher. Und die Vase geht noch. Das wissen wir auch. Wie die Karaffen umfallen, das ist wirklich hübsch gemacht von der Grafik her. Fallschaden, ja oder nein? Nein. Super. Noch ein bisschen mehr Zeit. Da haben wir ja schon viel mehr, als wir beim Start hatten. Musst du überhaupt irgendwo da rein? Das ist die Frage. Das ist die große Preisfrage. So. Brauche ich dich irgendwo hier hinten? Wahrscheinlich nicht, oder? Und nun? Was bringt mir das? Ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll. Da muss noch irgendwas aufgehen da hinten. Oh, Peeves. Entschleime! 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 Ja, und da ist der große Stern. Uns fehlen einige Geheimnisse. Aber was bringt uns das? Ah! Gut. Hätten wir noch ein Geheimnis? Hier geht's wieder auf. Okay. Und da ist der große Stern. Hier kommen wir hinter den großen. Nee. Also fehlen uns 2 Geheimnisse. Gut, dennoch sage ich, wir beenden erstmal die Herausforderung und werden es vielleicht später nochmal spielen. Gut gemacht, Harry. Du hast die Entschleim-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Ich denke schon. Ich schreibe mir das mal eben auf. Zwei Geheimnisse. Die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt bald an. Also müssen wir hin. 2 Geheimnisse fehlen. Ich denke mal, kurz vor Schluss werden wir es dann so handhaben, dass ich nochmal wirklich auf die Suche nach den ganzen Geheimnissen gehe, die so existieren. Aber bei den Herausforderungen, das weiß man ja erst, wenn man drin steht, drum. Gut, hab's notiert. Drum müsste ich ja sonst alles erstmal. Damit geht auch noch irgendwas. Die Frage ist nur was. Ist das die Entschleim-Herausforderung? Ja. Okay. Die Hauspunkte. Aber zuvor, wir hatten hier noch viele, 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 viele Geheimnisse. 5 von 12 erst entdeckt, wo wir so einen fiesen Schleim hatten. Ich weiß nicht, ob da oben sowas war. Auf jeden Fall hatten wir, dachte ich, hier irgendwo sowas. Richtig, das sollte jetzt gehen. Und hoch da. Ja, lieber guter Harry.
hier wenigstens eine Karte drin. Na klaro. Gut. Wen haben wir? Daisy Doddridge, 1467 bis 1555. Erste Wirtin des tropfenden Kessels. Oh, die sah irgendwie lustig aus. Okay. So, wir haben aber hier noch mehr Schlabberschleim gehabt irgendwo. Irgendwo. Ich weiß nicht, waren da oben bei der Treppe, wenn man die entlang geht, waren da Geheimnisse? War hier Schlabberschleim? Ich weiß es nicht. Nein. Aber irgendwo waren noch Geheimnisse mit dem Schleim, die jetzt lösbar wären. Ich weiß nur nicht wo. Die Hauspunkte, das ist da, ne? Ja. Ich will aber noch nicht wieder in den Raum. Ich muss mich erstmal umgucken. So, das ist nur die Rictus Sempra Übung. Der geht nicht auf wegen dem Spinnennetz. Da geht's in unser Quartier, unseren Gemeinschaftsraum. Wir laufen doch nochmal nach oben. Sorry Leute, da müsst ihr jetzt durch. Aber was wir haben, können wir nicht vergessen, falls hier irgendwo noch sowas ist, wo wir das brauchen. Autsch. Dann laufen wir nach unten. Das hier ist bestimmt auch... Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Nee, das ist bestimmt auch so ein Speicherbuch, was sich immer wieder... Genau, was immer wieder kommt. Okay, den müssen wir einfach anstupsen. Komm, speicher nochmal, jetzt wo wir es haben. So. Die Kessel, da müssen wir einfach dagegen rennen, damit Harry, wenn er die Zutaten hat, das mischt, was er braucht. Gut zu wissen. So, da kamen wir her. Jetzt haben wir zwei von diesen tollen Gesundheitstränken. Immerhin. Ist vielleicht besser als weglaufende Schokofrösche. Hier haben wir noch nicht genug gesammelt. Wieso war das offen und wieso gibt mir das den Ton von Geheimnis gefunden? 7 von 10. Weil ich glaube, das hatten wir schon mal gefunden.